Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play Arcanum. Das letzte Mal waren wir in der Uni, haben uns ein Buch über alte Götter organisiert und das auch schon ein wenig angeschaut. Das wird auf jeden Fall eines meiner Ziele sein in diesem Spiel, dass ich sämtliche Götter, sämtliche alten Göttertempel besuche und opfere. Das ist vielleicht gar nicht so einfach, wie es klingt. So, und jetzt müssen wir da noch ein weiteres Mal herumschauen. Zum Bates gehen wir ganz am Schluss erst. Zuerst schauen wir uns noch weiter in der Stadt um. Wir haben hier ein Haus, das wir uns noch nicht angeschaut haben. Das machen wir gleich als erstes. Ich habe schon gesagt, wenn wir da so rumrennen, dann kann man nutzen, damit ich was essen kann nebenbei. HT-Panels. Na gut. Dann rein mit uns. Was eine Kuh mit zwei Köpfen. This plaque reads the bizarre two-headed bovine of Vendigrod. Okay. The sign in front of this object claims it is a petrified dragon. But it looks more like a poorly carved piece of rock. Okay. The plaque on this display reads Amazing Miniature Steam Engine actually works. This appears to be some sort of rock. The plaque on it reads The Evil Aronax. Inside this case is a clumsy stitched assemblage of moth-eaten bear pelts. The plaque identifies this obvious fake as the Stillwater Giant. This obvious fake, das ist super. Das scheint ein guter Ort zu sein. The plaque on this display reads Authentic Cree Shrunken Head. Hey, da können wir sogar aufmachen. Und this plaque reads The Amazing Gar. The world's most intelligent orc. Okay. Na gut. It is nice to meet you. Might I ask your name? This strange looking fellow puffs out his chest and stretches out his arms as... Was? Mist. Entschuldigung. His arms, as if he is addressing a large crowd. I am H.T. Parnell, world famous showman and collector of all that is strange and fabulous. Interessant. What is this place? This is my emporium of wonders, home of several of the world's most intriguing exhibits. Might I ask a few more questions? Of course. I'd like to ask about your creatures. Which of our fantastic creatures would you like to know more about? Was können Sie mir über den Stillwater Giant sagen? That is one of my most famous exhibits. It creates a sense of awe just to behold a ferocious creature of that magnitude, a holdout from Arcanum's distant past. What must it have been like to see herds of those creatures hunting their prey? It looks fake to me. Ah, you possess a discerning eye. Good sir, I assure you that it is real. It has been mended several times over the years, as well as being damaged in the epic struggle that resulted in its death. Epic struggle? Franklin Payne, world-renowned adventurer, under contract to me, of course, had tracked the elusive creature to its lair, only to have the shifting winds betray his presence. Before he could even raise his weapon, the awful beast attacked. And then what happened? Armed only with a small dagger, Payne leapt upon the creature. Much blood was shed by man and beast, but Payne emerged victorious after impaling the creature on one of his own claws.
Fascinating. May I ask you about some other exhibits? Are you sure Payne didn't rip its heart out with his bare hands? He laughs uproariously and slaps you on the back. Oh, that is rich. It is so rare to meet an individual of true wit. A bit of hyperbole never hurts when selling your wares to the local rubes, eh? Indeed, may I ask you about some other exhibits? It is a bit less than I expected. It seems lacking somehow, man. Mere creatures. What can you tell me about Gard the Orc? Ah, yes. Gard the Orc. I rescued him from some orc slavers on one of my many expeditions, searching for oddities in exotic lands. They had recently captured him and were about to execute him when I intervened. They mistook his intelligence for supernatural possession, you see? Okay. Noch mehr Creatures. Was haben wir da noch? Die Kuh. Ah, that enigmatic cut chewer was... that enigmatic cut chewer was shot on safari in the wastes of Endigrot. Who can say what sorcery or forbidden scientifics were called upon to create such a beast? You might not think of it to look at it. But it was a man-eater, it was. A man-eater? Sir, you stretch the bounds of believability. He acts as if he is wounded by your command. Sir, I would never gild the truth. I'm a man of honesty, na klar. Was ist mit dem Drachen? Magnificent, isn't it? I find it one of my saddest exhibits, a remnant of the world gone by. The young dragon separated from its mother for all eternity. It looks like a carved piece of rock and badly at that. What are you insinuating, sir? Nothing. That you are a pompous lying windbag? Watch yourself, or I'll be forced to show you combat skills honed in countless life or death struggles. More likely honed stealing money from old ladies and children. Oh, meine Güte. No, my apologies. Another questions. Ich glaube, die Creatures haben wir jetzt durch. Fangen wir nach den Objects. What is that strange-shaped rock meant to be? That is the face of none other than Aronax, mysteriously burned into the rock by mystical forces during his banishment to the Nether Realms. Aronax? Who is that? Aronax was evil incarnate. He tried to take over the world and established the elves as the ultimate rulers of all the races. Luckily, Nasruddin crushed him like the worm he was. Davon haben wir schon gehört. Wir sind ja immerhin die, wie hat er gesagt, die Wiedergeburt, oder warte mal, die Wiedererwarten Dingsbums von Nasruddin. What else can you tell me about Aronax and Nasruddin? Not much, sad to say. Theology and ancient lore are not my strong suit. Perhaps you should talk to a priest of the Panari. I think they have a temple around here somewhere. Okay, machen wir das. Sagen wir noch über andere Objects. What is that small head? The shrunken head of the barbarians of Kree. He lowers his voice in a mock seriousness. It is told that there are still tribes of nomadic barbarians roaming the southeast who are meant to be the descendants of the very tribes that followed the Bane of Kree on his murderous rampage across Arcanum. This head is all that was left of an adventurer who went looking for them. Okay. Was haben wir noch? Ja, die Miniature Engine. That is an exact scale replica of the first Bait Steam Engine, made exclusively. Hey, ich wollte mit dir noch reden. Org, geh nicht schlafen.
exclusively from toothpicks and string, and it works too. Okay. Offensichtlich. Ah, Nock, der hat sich eingesperrt, ist eh klar. Gar, ich möchte mit dir sprechen. Ist eh klar, Gar hat das schlechtere Bett. Okay, es ist wieder Nacht. Gott sei Dank müssen wir in diesem Spiel nicht essen. Da drüben waren wir noch nicht. Da unten waren wir noch nicht. Gehen wir mal als erstes daher. Obwohl ich fürchte, die Geschäfte haben jetzt alle zu. Ten Hands Alley. Oh. Orks. Ook. Why are you here, Ork? Ork here work. Make good tech. Get coin. Yes, but no many. Work hard, work long, little coin, armer Ork. Yeah, they bet to Orks, Ork no happy. Good Ork should not be happy. Maybe you should organize a union or something. Wir könnten einen Streik anzetteln, vielleicht. Maybe you go, we work now. Gibt's einen Anführer, Ork? Du. Why are you here, Ork? Ork here, work. Make good tech, get coin. Oh, yes, but good glad to you to see they are keeping orcs in your place. Blah, blah, blah. Okay. Keine Anführer, Orks. Aber da hinten ist irgendein Typ. How do you do? Hello, may I ask you what your position is here? I'm the foreman, the Vorarbeiter also, around here. What can I do for you, stranger? Ah, okay, bei dem können wir Sachen kaufen. Und zwar solches Zeug. Ein goggled helmet. Schau an. Kann man dieses Zeug auch verkaufen? Wir brauchen eh nur eines davon. Oder brauchen wir mehr als eins davon? Ich möchte, also damit können wir nämlich diesen Fallenentschärfer bauen. Aber ich glaube, mehr als einen Fallenentschärfer werden wir nicht brauchen. Oder braucht sich der auf bei jedem Mal Fallenentschärfen? Gute Frage. Ich brauche auf jeden Fall noch irgendwelche Schrauben. Kohle. Kohle ist halt Peter. Jetzt braucht man nur noch Schwefel, dann haben wir Schwarzpulver. Und Batterie. Verdammt, ich sterbe gerade. Das will man natürlich nicht kaufen. Entschuldigung. Ich muss was trinken. Ich sollte nicht während den Aufnahmen essen. Okay.
Mal schauen, vielleicht streiken sie ja irgendwann einmal. Wir für unseren Teil sind auf jeden Fall auf ihrer Seite. Ich bin ja aus dem 10. Das heißt, ich bin ein alter Arbeiterbub. Jetzt vielleicht nicht unbedingt mehr, aber... Also alt wahrscheinlich schon. Was ist das? Das schaut gut aus. Gehen wir dahin. Was trinken, während wir hinrennen. Das ist nämlich jetzt, glaube ich, der Dings. Der... Steinmetz. Schaut zumindest so aus. What is it? Might I ask your name? My name is Joseph. I'm the stonecutter here in Trent. I make headstones and such. Trent sent me. His girl has died. He needs a headstone. Oh, how sad. I will be sure to stop by later to speak with him about it. Thank you. Beginnt es gerade zu regnen? Oh, nein, es beginnt nicht zu regnen, es beginnt zu schütten. Sehr gut. Ah, ja, das war das. Hey, wir haben wieder Erfahrungspunkte gekriegt. Müssen wir nochmal zum Jared deswegen? Frage ich mich gerade. Wahrscheinlich nicht, nein. Okay. Hätten wir das erledigt. So, was haben wir da noch alles für Gebäude? Das sind so alte Lagerhallen. Ich weiß nicht, irgendwas da hinten gibt es sicher noch. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, was da war, aber irgendwo... locked. Da kommt man nicht so leicht rein. Da drinnen ist irgendwas. Ah, gehen wir zuerst einmal daher. Schauen uns diese einzelnen Dinge, aber ich glaube, in der Nacht ist einfach zu alles. Wir werden dann vielleicht wieder zurück zum Mr. Parnell gehen, weil mit dem Ork wollen wir schon auch noch reden. Andockt, mal schauen. Der bewacht da was. Da drin ist eine Wooden Chest. I believe you have the wrong house, sir. Perhaps you'd better leave. So sorry, I'll bother you anymore. Wo sind meine zwei Kompagnons? Hallo? Hey, ihr zwei. Wo seid ihr? Wieso seid ihr dort stehen geblieben? Ich glaube, ich kann mich wieder erinnern, da war das Bild, das Gestohlene. Das ist zugesperrt. Ah, oh, da schaut es hell aus. Sir, please continue about your business. What is this place? This is the Bates Engine Factory. What may I do for you? Nothing at the moment. Good day. Okay. Ah, ich weiß schon wieder, das war eine der Möglichkeiten, wie man zum Bates reinkommt. Burschen, wie schaut's aus? Wieso steht sie noch immer da rum? Da geht's nicht rein. Hallo? Wieso kann man sein Inventory nicht anschauen? Seid ihr da drinnen gefangen? Was habe ich mit euch gemacht? Ach, weißt du was? Warten wir einfach. Bis zum Morgen. Vielleicht geht's dann wieder.
Hallo, ihr zwei. Ah, da ist was dahinter und sie wollen es angreifen. Back off. Deshalb. Die wollten das Ding da angreifen. Das ist ja gut doof. So. Gehen wir zurück zum HT-Panel. Ich weiß nicht, ob es da sehr viele Sachen gibt zum Anschauen. Da kommen wir eh nicht auf diese Insel. Da kommen wir auf diese Insel. Wenn wir auf diese Insel zuerst gehen, bevor wir zum HT-Panel gehen. Na, machen wir zuerst. Machen wir zuerst das fertig. Wow. Das platscht jetzt ganz schön. Also ich schaue jetzt gerade raus und ich sehe viel Wasser. Es tropft auch zu uns auf den Balkon rein, na super. Dummes Ding. Na immerhin. Die Pflanzen brauchen hier ein bisschen Wasser. Das wird ihnen gut tun. Ein Sommerregen quasi. So, schauen wir mal, ob wir jetzt mit dem Gar sprechen können. Den Herrn Panel haben wir ja jetzt schon gesprochen ein paar Mal. Okay, der hat sogar eine Stimme. Na okay, ich hab's gewusst, dass er eine Stimme hat. Ich geb's zu, deswegen wollte ich unbedingt mit ihm sprechen, der ist nämlich lustig. I do not know. What is your area of expertise? T. Surely you jest. Everyone knows Greek teas are superior to black. Oh, come now, that is rubbish. Green tea is for the foreign constitution, not for consumption by those with discerning. I mean, garner like green tea. Okay, das war jetzt eindeutig. Why are you acting the idiot? You are meant to be smart. But isn't the point of all this that you are smarter than other of orcs? Of course, but people will not accept a cultured orc. The very idea is preposterous. They would begin saying I was an half orc or even deduce my truth. I mean, what I meant to say was, it's more effective showmanship for me to appear every bit the orc and to say brilliant things. Okay. Deduce your true what? You're not a purebred orc. Garfield Thelonious Remington III, a pure human stock at your service. I am not orc at all. No, super. One can assume that somewhere in my lineage there exists orc blood simply from looking at me. But my direct antecedents, my parents and grandparents, were fully human. Imagine their shock when I was born. Okay. So why do you do this? It seems rather demeaning. You must have seen how orcs are treated in this world. It is not pretty. Though my circumstances may seem demeaning, it is better than being spit on in the streets, or being no more than a slave in a factory. Hmm,
Da hat er nicht ganz unrecht. Are you owned by this museum or are you free to leave? I am free to an indentured servant of Mr. Parnell's. He paid my parents a good sum of coin to have me come work for him. Okay. That was a bit cruel of your parents to sell you off. I sold myself to Mr. Parnell over their objection. They were treated with scorn and derision because of me. My father lost his employment, reputation and his social standing. But even then, they would do nothing but love me as their son. The coin I received from Mr. Parnell has given them a comfortable life and rescued them from the poverty I... Oh. Oh, ist der süß. How long are you meant to be on display here? I will most likely stay here for the remainder of my existence. Das ist ziemlich lang. I have nothing else to do with my life. It's not so bad, actually. The only dreadful aspect of this existence is the sheer boredom. I cannot imagine the idiocy of the common folk I must contend with on a daily basis. Well, I think this is a good place for an ignorant orc such as you. Why don't you join me? I can promise it will not be boring. While that sounds intriguing, I am indentured to Mr. Parnell for years to come, as I have said. It would cost quite a bit of coin to free me from my obligations. If I were to secure your freedom, would you join with me? Of course. I would find it invigorating to travel Arcanum, I believe. Ich weiß nicht, ob er besser ist als der Zwerg. Auf jeden Fall ist er lustiger als der Zwerg. Den Dings werden wir ja leider nicht los. Wie heißt er? Mal abgesehen davon, ich beiß schon wieder ins Essen rein. Mal abgesehen davon, dass wir den Virgil erst gar nicht loswerden wollen, weil er immer so schön heilt. Schauen wir mal. What brings you back? Ich frage mal, was... Mal kurz. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ja. Can I help you? Na klar. May I ask you some questions? I'd like to negotiate the purchase of Gar, the so-called orc. Gute Frage. About Gar the human. His jaw drops and works furiously for a minute or two before he begins to speak. But what are you saying, sir? I'm saying that Tarantian law takes a dim view of human slavery. I'm just informing you that it's easy to get the true story from Gar. Give me 1000 coins and I will never mention this again. Huhu, das ist nicht schlecht. Na, wir nehmen das erste. Gar may be human, but he is not a slave. I have a legally binding contract. I have treated him well in all the years. He has been in my employ. You've beaten him merciless. Wir könnten natürlich... Wir könnten versuchen, ihn rauszupressen. The truth has never gotten in the way of a good... newspaper story. I misinterpreted the situation. He's sweating profusely and spit is flying from his mouth. You wouldn't dare. You must see how easily someone could ruin your reputation. Of course, you are correct, sir. You've seen through my ruse. So you're not blackmailing me? But what can be done to protect myself from this type of slanderous attack? Could you take him with you? He's too much of a liability for me. Hey, das war gut. Das war wirklich gut ausgespielt. Genau deswegen braucht man Persuasion. Wenn man kein Persuasion hat, kann man das gar nicht machen. I would be glad to help you out. Oh, thank you, thank you. So, wir haben ihn gekriegt, ohne dass wir Geld zahlen müssen. I'll be leaving now, sir. So, dann werden wir... den Zwerg mal die Sachen wegnehmen. Okay. Viel können wir ihm dann nicht wegnehmen. Oh, die Charmed Eggs nehmen wir weg. Das ist eine Small Magic Chainmail. Die können wir ihm ruhig lassen, weil, um ehrlich zu sein, mit einer Small Magic Chainmail wird der Typ eh nichts anfangen.
Und dann... Wait. Sure. I'll do it right away. Gut, bleibst du jetzt hier? Ich hoffe, du bleibst hier an dieser Stelle, damit ich dich wiederfinde, wenn ich dich brauche. Greetings, sir. Oh, greetings, sir. Ich weiß nicht, auf Deutsch hat er eine bessere Stimme. I have managed to procure your freedom, Gar. I'm ready to follow you, sir. Hm. You don't need to follow me. You're a free man. I release you. Na super. Okay. Let us be on our way then. So. Schauen wir mal, was hat denn der so? Außer nix. Er hat nix. Oh toll. Das heißt, für ihn muss ich auch noch eine Rüstung organisieren. Na gut. Lass mal die zwei Sachen. Ich könnte dir natürlich den Smoking Jacket geben, aber um ehrlich zu sein, die ist für mich, wenn ich mehr Beauty haben will. Weißt du was, du darfst dieses Götterbuch tragen. Ah, und die Metal... die werde ich dann verkaufen. So, schauen wir mal. Character Sheet, was kannst du denn? Level 10, perfekt, also genauso wie wir. Das heißt, viel früher hätte man ihn nicht kriegen können. Und er ist ein Nahkämpferschwein. Sehr gut, sehr gut. Er ist relativ intelligent, hat viel Willpower, Perception, Charisma ist mir wurscht. Dexterity 12, das heißt, er trifft auch relativ gut. Also gut, er muss 12 haben, sonst könnte er da nicht auf 3 sein bei denen hier. Oh, sonst kann er dann nichts. Irgendwas Technisches kann er wahrscheinlich auch nicht. Obwohl Chemistry wäre vielleicht eine nette Sache, wenn er könnte. Nein, kann er nicht. Oh, er ist sogar eher auf der magischen Seite. Was kann er denn magisch? Kann er magisch irgendwas? Ich glaube nicht. Wieso ist er auf der magischen Seite ein bisschen, wenn er nichts Magisches kann? Interessant, er ist nicht auf 0. Normalerweise müsste er auf 0 sein, wenn er... Vielleicht, weil ich ihm eine magische Waffe in die Hand gedrückt habe. Das kann ich mir nicht vorstellen. Na gut, soll sein. Und er ist freundlich, also gut. Na dann, reden wir mal mit ihm. Yes, sir. What would you have me do? Would you like me to... just a few more questions. I'd like to know a few things about you, Gar. Achso, Das heißt das also. Yes, sir. What can I answer for you? What can you tell me about Cuba Base? What can you tell me of this city? Grant, not as much as I would like, as I didn't get out much, understand me. Some days Mr. Parnell would take me out for strolls to drum up business, though. I thoroughly enjoyed myself on those outings, as I am now. Have I mentioned how grateful I am to you for allowing me to travel with you? Oh, er dankt uns, dass wir ihn mitnehmen. That's great. But what can you tell me about Tarant? Yes, of course. Please excuse my ramblings. Well, on the southwest side of town is the Boil. Disgusting place, filled with orcs and other refuse. And then, of course, up in the northeast we have the upper classes. Okay. I would think you'd be sympathetic to the orcs. Why? Because I suffer the same indignities at the hands of civilized people. I did not. Those barely sentient monstrosities that I have resemble deserve their lot in life. I cannot feel remorse for them now that they're being put to work for the common good, instead of being allowed to skulk around some dungeon or to waylay passers-by. Okay, ganz so freundlich ist er dann auch nicht. Ja, okay, gut. Viel werden wir da jetzt nicht erfahren. Geh mal. Wir werden für dich noch eine Rüstung organisieren dann später. Gut, Herrschaften. Meine 30 Minuten für heute sind wieder mal um. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich hoffe, ihr schlaft gut und träumt was Schönes. Und wenn ihr nicht gut schlaft und nichts Schönes träumt, dann habt ihr halt Pech gehabt. Bis dann!